Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Drinkladen Live Folge Nummer 10. Genau, heute haben wir wieder ein ganz besonderes Produkt für euch, und zwar den von Hallers. So, jetzt. Heute haben wir für euch ein ganz besonderes Produkt, den von Hallers. Aber bevor wir jetzt starten, ganz kurz eine kleine Einleitung. Und zwar hier mein Kollege Carlo Di Nenno. Der ist heute für euch am Chat. Wenn ihr Fragen habt, fragt ihn einfach. Er kretscht dann einfach rein. Hallo Carlo. Grüßt euch, hallo. Genau, später kommt noch der Gennari, der zeigt euch dann noch ein paar Drinks, was man mit dem Produkt alles machen kann. Und ansonsten sind wir ein Live-Shopping-Kanal, kann man so sagen. Und zwar seht ihr unten am Bildrand Produkte, die könnt ihr einfach anklicken, somit in den Warenkorb schmeißen und dann direkt kaufen. Genau, wir haben natürlich auch besondere Angebote für euch, aber dazu kommen wir später noch ein bisschen. Genau, von Hallers. Von Hallers ist aus Göttingen, hat 44 Volumenprozent, ist so ein bisschen eine Hommage an den Albrecht von Haller. Dieser war ein Entdecker, also ein Botaniker, ist auf der ganzen Weltgeschichte rumgereist und hat versucht oder auch erfolgreich verschiedene Blumengattungen gefunden. Hat sich diese mit nach Deutschland, also nach Hause wieder mitgenommen, nach Göttingen, und hat dann diese dort angepflanzt. Und wo er sie angepflanzt hat, ist jetzt der Botanische Garten in Göttingen. Und auch diese Botanicals, wo dort angepflanzt werden, sind fast alle in diesem Gin enthalten. Genau, es ist ein sehr blumiger Gin, so wird er auf jeden Fall beschrieben. Ein bisschen Zitrus hinten raus. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und machen für euch den Test, wie das Produkt riecht, schmeckt. Sensorik. Die Sensorik-Test. Genau. Richtig, Carlo. So. Übrigens ist ein Bild von unserem Albrecht von Haller hinten drauf. Hier sind wir mal angeguckt. Das ist richtig nett. So wie man sich jemanden vorstellt im 18. Jahrhundert. Okay. Oder? Oder hast du dir die anders vorgestellt? Ja, mit Bart und langen Haaren. Also schön glatt rasiert sieht er auf jeden Fall aus. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ist wahrscheinlich zu weit weg. Aber ja, wenn das überhaupt ist. Wir haben auch eine Zeit lang gefehlt. Genau, jeder von uns hat jetzt den genesenen Status, deswegen ist auch leider letzte Woche Trinkladen live ausgefallen. Sorry dafür. Carlo, dich hat es ja richtig hart erwischt. Ja, also, aber Unkraut vergeht nicht. Unkraut vergeht nicht. Und deswegen desinfizieren wir uns jetzt mal nicht nur die Hände, sondern auch das Innerste. Cheers. Salute. Also vom Aroma her finde ich ihn sehr angenehm. Blumig. Okay. Ist ja blumig. Und im Blumenstrauß. Also ich war jetzt auch 8 Tage, 7 Tage fast in Quarantäne, konnte mich natürlich gestern wieder freitesten. Und meine Frau ist schon seit ein paar Tagen wieder aus der Quarantäne. Und wir haben Pomelo gegessen, ohne Ende. Und wenn man diese Pomelo schält, erinnert mich dieser Geruch extrem daran. Jetzt wo du sagst, so Grapefruit, bisschen so genau, Zitrus. Weil Zitrus Pomelo ist nicht drin in der Beschreibung, deswegen würde ich stark auch Grapefruit, Zitrus auf jeden Fall, Zitrone. 44 Volumenprozent, das 44 ist Volumenprozent. Oh, da merkt man schon, dass da ein bisschen Power dahinter steckt. Sehr, sehr frisch, sehr, sehr blumig. Sieht auch sehr, sehr, sehr smooth, würde ich jetzt sagen. Wie der Ilias. Der Ilias sagt immer, sehr smooth. Den ihr natürlich auch nächste Woche Dienstag bei einem Special Trinkladen Live kennenlernen könnt. Also wenn ich vor 2 Wochen war, glaube ich auch mal da zu Martin Millers Gym. Ganz kurz, der Elmo ist online. Ja. Elmo, grüß dich. Hallo Elmo. Mein Chachi. Cheers. Alles gut? Schön, dass du da bist. Also ich muss sagen, er ist sehr, sehr blumig. Auf jeden Fall hinten raus bekommt er eine leichte Zitrusnote. Jetzt, je mehr du das, also je mehr ich jetzt dran rieche, merke ich das auch. Puh. Super angenehm aber. Ja. Also vom Geruch, der Geruch gefällt mir wirklich sehr gut. Und Leute, wir haben hier ein Angebot für euch. Anstatt 29,90 Euro
heute für 28,90 €. Ne, stimmt noch nicht mal. Ich habe gelogen. Für 27 oder 26. 26,90 €, oder? Wenn wir noch ein Stimmt bisschen es? warten, wird es vielleicht günstiger. Wird es noch günstiger? Ich 26,90 ist der korrekte Preis. Verkauft! Anstatt 29,90 € für 26,90 €. Verkauft an den Also jungen Mann im kalten Schweiß. 28,90 wäre natürlich auch in Ordnung, aber Du, jetzt hast du natürlich schon hauen wir hier rausgehauen. immer einen raus und bieten ihn für 26,90 € an. Die Standardfrage wie immer. Was machen wir damit? Das Pur, Cocktails, was sagst du bei dem also Preis? Gin als allererstes immer als Gin Tonic. Also würde ich jetzt so empfehlen. Von Hallas auch gerne gemixt im Martini-Cocktail zum Beispiel oder auch in anderen Cocktails verwendbar. Deswegen, da können wir uns später auf den Gennadi freuen. Der kommt dann gleich noch und zeigt euch mal ein paar Drinks, was ihr mit dem von Hallas alles anstellen könnt. Die ganzen Utensilien habt ihr ja auch bei uns unten im Bildschirmrand. Fliegt immer alles rum, könnt ihr Herzchen, wenn euch was Genau. gefällt, guckt euch alles an. Wir haben alles Mögliche, vom Schälmesser zu den Eiswürfelformen, obwohl sowohl rund als auch eckig, die XXL, alles Mögliche und Alles hier die Tonics erhältlich. dafür auch, viele verschiedene Mistelhane, Thomas Henry, sag ich das korrekt? Thomas Was, Henry ja. Tonic, genau. Kannst du mal bitte den studieren? So, es gibt auch eine Sonderflasche oder eine Sonderproduktion oder eine Limited Edition, sagt man auch gerne dazu. Und zwar hat man sich überlegt, was kann man mal ein bisschen anders machen am Gin? Und da haben sie den Gin, einen Hybrid-Gin, von Hallas Hybrid-Gin mit Studier zusammen. Also hier hat man 50% Sauvignon Blanc genommen, also einen Sauvignon Blanc-Rand daraus gemacht dann und 50% von Hallas Gin original mit dran drin. Darf ich fragen, was Studier ist? Ich Studier vertrete ist ein den. Weingut Okay. und genau von diesem Weingut den Sauvignon Blanc. Ah, okay. So, aber ich bin da mal wirklich gespannt darauf. Ihr seht, live machen wir hier was auf. Genau. Keine Kosten und Mühen wie immer. Machen wir nicht, scheuen wir nicht. Sagen wir es mal so. So. Bin gespannt. Vor allem die Flasche ist auch echt, wie immer, sehr dekorativ mit dem Banhallas Gin Ja, das auf sind der Seite. wirklich nicht irgendwelche Ja, 0815 Flaschen, echt schön. sondern wirklich alles in die Flasche, wie nennt man das, eingebracht. Ja, als Relief. Also ich kann es mal kurz zeigen. So. Hier. Hoppla. Ja, sind auf jeden Fall sehr schöne Flaschen. Und da haben wir ihn. Genau, so wie der Hybrid-Gin hat auch 44 Volumenprozent. Sehr, sehr schönes Design, auch mit dieser Feder und dieses Logo Er ist von sehr Weingut schick, Studier. sehr auf alt getrimmt und. Für Oh, dich. danke schön. Cheers. Salute, wie immer. Kommt gleich mal ein ganz anderes Aroma durch. Aber auch sehr frisch. Sehr frisch, definitiv, genau. Aber auch sehr verspielt. Ich wüsste jetzt gar nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Bilde ich mir das mit dem, was hast du gesagt, mit dem Sauvignon Blanc? Bilde Genau, ich mir das ja. ein? Ist Sauvignon Blanc mit dabei? Riecht sehr verspielt. Ich würde jetzt sagen, so wer Monkey 47 mag oder ein Gin Mare, ist wirklich auf der richtigen Seite mit dem von Hallas Studier. Also auf jeden Fall Wacholder immer mit dabei, ne? Das ist der Standard-Gin. Genau, Wacholder muss mit Okay. dabei sein bei jedem Gin, sonst darf er sich nicht Gin nennen. Unterscheidet sich vollkommen vom anderen. Unterscheidet sich vollkommen, obwohl beide auch sehr frisch, sehr blumig. Hier fehlt mir, glaube ich, ein bisschen die Zitrone, kann das sein? Also jetzt nicht so intensiv wie bei dem normalen. Ja, wenn man so, das ist ja noch ein schöner Brand mit drin, Weinbrand. Macht den natürlich noch mal ein bisschen härter, eckiger, würde ich jetzt mal fast behaupten.
Oh, da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt, was man damit alles Schönes mixen kann. Jetzt spontan wird mir natürlich ein Martini-Dry-Cocktail einfallen, anstatt Wermut, vielleicht geradeaus mit einem Sauvignon Blanc Wein zusammen vermischt. Okay. Könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen. Mmh. Oh, da kommen doch Gelüste hoch, oder? Gleich, Carlo. Du hast es gleich geschafft. Ja, wir müssen natürlich ein bisschen vorsichtig sein mit dem Trinken. Wir haben früh am Nachmittag, Genau. Donnerstag, Das machen wir also extra für euch. deswegen. Nicht, weil es uns gefällt, sondern extra für euch. Genau. Was haben wir denn als nächstes? Oder möchtest du... Klar, als nächstes, wir haben von Hallas hat noch mehrere Editions. Und zwar zum Beispiel den von Hallas Plush. Hier, das ist so eine Hommage an den Garten zu Hause. Da sind nochmal Lavendel mit dabei, ein bisschen Grapefruit, Kamille. Und genau soll das Ganze ein bisschen fruchtiger machen. Deswegen auch die pinkne Flasche, Genau, dass man es... richtig, richtig. So ein bisschen an die Hommage an den Garten zu Hause. Jetzt würde ich einfach mal sagen, wir Den auch noch pur? probieren den auch nochmal pur, Jesus. genau. Einfach, dass wir ein bisschen die Unterschiede kennen, dass den Leuten auch ein bisschen erklären können, dass sie sich vorstellen können, in welche Richtung. 36 Grad, 16 Grad. 16 Grad hat Gefühlt wie draußen, es ist 6, 17 mittlerweile. was ist denn da? So, cheers. Ja. So, also ihr seht schon, es ist nur das Glas, die Farbe, nicht wirklich der Gin. Cheers. Fruchtig. Wow. Also Oh. der ist halt nochmal so ein bisschen fruchtiger. Ich glaube, da ist Kamille. Da merke ich die Kamille. Kamille? Ich bin ja so ein Kamilletee-Trinker Ja? doch wirklich Bei gern. mir ist immer ganz komisch, bei Kamille riecht man irgendwie Trüffel. Das heißt jetzt nicht, dass er so riechen muss, aber so ein Hauch von Trüffel rieche ich. Das heißt für mich immer, also nur bei mir, das darf man jetzt nicht auf jemand anderes beziehen, rieche ich definitiv Trüffel. Sehr, sehr, sehr interessant. Wirklich fruchtig, aber auch die Kamille ist für mich, nicht weil du es gesagt hast, aber ich hatte das jetzt Hat natürlich auch 44 Volumenprozent. der vorherige Genau. natürlich auch, genau. Und hier sind wir auch, anstatt 29,90 € ist er zu haben für 26,90 €. Was ich vergessen habe, ist der Studier anstatt 31,90 € für 28,90 €. Ansage. So, aber wir sind noch nicht fertig. Und zwar haben wir jetzt noch, das ist mal ein bisschen schöner. So. Komm, wir machen eine Einen französische dritten oder Farbe. einen vierten im Bunde. Und zwar der Forest. Grüne Flasche, auch 44 Volumenprozent. Hier geht man eher Richtung Wald, wie es der Name schon sagt. Was ist denn mit dabei? Zirbelkiefer zum Beispiel. Oh, da freue ich mich. Das ist nämlich so eine Sache für Genau. mich. Rhabarberwurzel ist auch mit dabei. Also auch ein ganz toller Gin. Also vom Aussehen definitiv. Genau, die guckt schon ganz traurig. Ich glaube, ihr wollt mittrinken. Delmo schreibt wieder, könnte man auch mit dem Bluse, vielleicht meint er den Blush, einen ganz normalen Gin Tonic mixen oder sind da andere Cocktails besser geeignet? Bluse erröten. Nee, natürlich kann man ganz normalen Gin Tonic damit mixen. Klar, sehr gerne. Schönes Glas nehmen. Also ich erwähne immer nur gerne diese Gläser. Ah, Sind auch meine neu bei Lieblingsgläser. uns im Shop. Einfach voll mit Eis machen, Gin rein, Ich bring's mal vor, dass man bisschen, sehen kann für die gleich, machen Kamera. wir gleich. Und Gleich. mit Tonic vollgießen, oder? Was hältst du Gerne. davon? So. So, ich zeig noch mal ganz kurz. Das müssen die Wirklich Leute sehr schöne Gläser. echt mal gesehen haben. Guckt euch das mal an. Einfach Eis reinhauen, so viel es geht, Gin, Tonic, macht irgendwelche Botanicals rein, die ihr am liebsten mögt, was euch Spaß Rosmarinzweig, macht. Genau, zum Beispiel Rosmarin. Basilikum, Richtig, genau. Sellerie. Ja, warum denn? Ja, wenn es einem schmeckt, klar, Staudensellerie? natürlich, gerne. Kein Auf jeden Knollensellerie, Fall. ganz wichtig. Kein Problem. So. Probiert haben wir aber immer noch nicht. Oh, So. excuse. Oder, oh ja.
Also ich habe ihn doch richtig in Erinnerung. Ein bisschen Minze? Nee, kommt mir sofort. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwie so ein Kiefernwald. Kann das sein? Weißt du, Lackschiefer ist drin, richtig. Oder wenn du dann in der Badewanne liegst und so die ätherischen Öle. Vor allem guck mal die Kirchenfenster an deinem Glas. Wahnsinn, da sieht man. Sehr schön, auch hier seht ihr wieder Herr Spice, nicht grün. Entschuldigung. Boah, die Kirchenfenster bei dem, also da ist. Ist ganz angenehm, oder? Was würdest du sagen? Interessant. Wow. So, jetzt bin ich mal gespannt. Genau hier auch natürlich anstatt 29,90 Euro für 26,90 Euro. Also, schlag zu, liebe Leute. Ganz toller Gin, auf jeden Fall. Oder? Was sagst du, Carlo? Ich finde allgemein alle gut, natürlich Standard, aber der Blush hat mich umgehauen. Der Blush fand ich am besten? Hat mich umgehauen. Die Kamille, also vielleicht weil ich es mag, finde ich toll. Okay. Bin schon gespannt, was der Gennady uns damit zaubern kann. Bin ich auch mal gespannt. So, ich würde sagen, wir rufen mal den Gennady. Der soll euch einfach mal zeigen, was man Tolles mit dem Gin alles mixen kann. Gennady, so, herzlich willkommen. Yay, Jungs, freut sich. Sind alle aus Quarantäne, waren alle über 7 Tage eingeschlafen. Lange Tage. Zeit. Ich glaube, er freut sich am meisten. Ja, ja. Ich freue mich endlich wieder hier sein zu dürfen mit meinen Jungs und genau, dass wir für euch da sind. Ja. Viel Spaß mit dem Gennady. David, Spaß. Danke sehr. Bis gleich. So, der David hat uns ja schon einen vorweggenommen. Also den Gin Tonic habt ihr jetzt schon mal probiert. Ich denke, der war ja, also, sensationell. Dass wir mal was Neues machen, irgendwie Zauber was mit deinen Zauberhänden. Also du hast ja den Blush, hast du jetzt angesprochen. Da würde ich tatsächlich eins unser Long Green Gläser nehmen. Das Ganze machen wir voll mit Eis. Dazu brauchen wir unsere Shaker. So, wir brauchen ein bisschen Zitrone. Unsere wunderbaren Jigger. Hierzu nehmen wir wieder mal 3 cl frischen Zitronensaft. Heißt eigentlich diese Presse Mexican Elbow? Mexican Elbow, ganz genau. Den gibt es natürlich auch in verschiedenen Größen. Das ist so jetzt die Standardgröße für Limetten, Zitronen, wunderbar. Haben wir ja bei uns auch, ne? Ja, genau. Alles unten im Shop. Natürlich für einen großen, dicken Arm haben wir auch natürlich hier Grapefruit oder Orangen. Also ein wunderbares Werkzeug auch für die Hausbar. Mexican Elbow, der mexikanische Ellenbogen, okay. So, 3 cl frisch gepresster Zitronensaft. Dann nehmen wir verschiedene Flasche, weil davon hast du jetzt so geschwärmt. Ja, also ich. Ist halt jetzt jedermanns, oder nicht jedermanns Sache. Das ist natürlich auch pinke Flasche, was einen da ein bisschen überzeugt, oder? Ich persönlich bin der Freund vom Forest. Weil den finde ich richtig stark. So, ich habe mir eigentlich schon vorbereitet. Hierzu nehmen wir jetzt, wir haben jetzt 6 cl Blush, wir haben 3 cl Zitronensaft und hierzu nehmen wir jetzt einen Jaffar Rhabarber Sirup her. Davon 2 cl. Das ist einfach die Süße, die wir jetzt im Drink mitgeben. Und shaken das Ganze ein wenig. Ein bisschen lang schon. Man sieht schon, der Shaker läuft an, also unsere Flüssigkeit ist schön kalt. Ich habe gesehen, wir haben jetzt runde Eiswürfel. Haben wir natürlich auch. Okay. Wunderschön, gell? Ja. Also mal was anderes, das Runde. Was habe ich letztens gelernt vom Ilias? Je mehr im Eis, desto weniger verwässert der Drink. So ist es. So. Und einen kleinen Schluck
kohlensäurehaltiges Mineralwasser. Es gibt einfach nochmal so ein bisschen Aufwind, die Frische. Hierzu könnten wir natürlich, hätten wir jetzt einen Rhabarber gekriegt, hätten wir jetzt ein Stückchen Rhabarber reingesteckt. Frischen Rhabarber, ja. Ja, würde natürlich auch super aussehen. Sowohl dekorativ als auch. Nehmen wir einfach ein bisschen Grapefruit. Das ätherischen Öle da mal raus und oh. Das geht so. Und das Wasser, ja, jetzt. Genau. Genau. Hallo? Grazie. Dein Rhabarber Fizz. Rhabarber Fizz. Wow. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wow. Mit Strohhalm. Oh, Lila ist auch wieder am Start. Entschuldige, Gnadi. Angenehme Säure. Der Rhabarber kommt wunderbar durch. Ah, das war jetzt von Jaffar. Das war ein Jaffar. Jaffar Rhabarber. Den findet ihr natürlich auch bei uns unten im Shop. Könnt ihr direkt anklicken. Olila schreibt, das wird mein neuer Lieblingsdrink. Den kann ich nur empfehlen. David, bitte nur einmal probieren. Ja, gerne. Also ich finde, er ist, der spricht einfach für den Sommer. Aber das wäre jetzt dein Halm gewesen. Das wäre jetzt dein Halm gewesen. Achso, schon für mich drin? Ja. Ja. Ein neuen. Sehr lecker. Wow. Man könnte natürlich jetzt ein bisschen mehr Sirup machen, je nach Geschmack. Ich finde aber, für einen Fizz darf da ruhig ein bisschen mehr Säure drin super. Sein. Tipptopp. Auch dieses Soda oder dieses. Das peppt das Ganze noch ein bisschen auf. Ne? Das kribbelt ein bisschen. Frische, ja. Das ist einfach frisch. Einfach genial. Also gerade bei dem Wetter draußen. Du sitzt ja auch gerne auf Paletten rum, habe ich gesehen heute Mittag. Ja. Stell dir einfach mal vor, da oben ein schönes Gin Tonic Glas oder den Drink. King of the Castle. Sonnenbrand hast du auch ein bisschen auf der Stirn. Kommt von der Quarantäne. Ja, das glaube ich. Ja, sehr schön. Cool. So, jetzt würde ich natürlich die Mutter des Fizzes machen, Collins. Das wäre ja natürlich ein Standard Collins. Was machen wir da? Wir würden jetzt tatsächlich mal unsere Hausmarke nehmen, beziehungsweise den Van Hallas Blau, den klassischen. Ah, da ist noch ein guter Schluck drin. So. Auch hier, den Drink machen wir direkt, bauen den direkt in Glas. Das heißt, das ist eine schnelle Nummer, sehr schnell mal zu Hause nachzumachen. Oh, das rollt natürlich. Wir machen eine neue Flasche auf. Hatten wir nicht das Thema mal mit Flaschen vorher öffnen? War da nicht mal was? Ja, da sieht man, dass wir vorbereitet sind, aber es alles echt ist. Das ist live. Das ist live. Lebend. Lebend. Das heißt, da braucht man nichts zu shakern. Gar nichts. Wir machen alle Zutaten direkt ins Glas. Hier haben wir jetzt 6 Zell von unserem wunderbaren Gin. Das Ganze kannst du jetzt natürlich, wenn du lustig bist, nimmst du entweder eine Orange, also klassisch natürlich mit Zitrone. Du kannst auch mit Limettensaft arbeiten, das ist je nach Geschmack. So, unser Zuckersirup. Davon nehmen wir mal 2,5. Sieht ein bisschen aus wie in so einer Lavalampe. Von früher. Viele Leute kennen es. Du siehst, oh doch, jeder kennt den Lavalampe. Ja, aber sag das mal einem 18-Jährigen, der weiß, der denkt Lava in der Lampe, was? Was? Aber ist echt. Das war eine gute Zeit. Wo haben wir denn Barlöffel? Den haben wir natürlich auch vorbereitet. Barlöffel haben wir bei uns. Mexican Elbow haben wir bei uns. Das Schälmesser haben wir bei uns, welches der Gennady gerade benutzt. Wir haben die Messer, um die Zesten, um Schnipse oder Schnitten, wie auch immer, wie man das nennt. Pinzette, Schneidbrett, Eiswürfel, alles. Ich komme mir vor wie auf dem Bazar. Alles!
Oh ja. So, natürlich haben wir jetzt. Eigentlich haben wir einen schönen Beruf, oder? Oh, was heißt eigentlich? Du hast heute Mittag gemeint, du wärst lieber Tankstellenbesitzer. In den USA. Jetzt. Ja. Guck mal immer wieder so ein bisschen durch. Vor allem von hier mit der Sonne, heute erst recht, das Licht ist so genial. Du siehst richtig, wie die ätherischen Öle rausballern. So, Halme haben wir natürlich schon vorbereitet. Sehr schön. Oh. Gut? Oh. Natürlich. Oh. Da merkt man gar nicht so viel den Alkohol, aber durch den Zucker kommt er vielleicht später angeklopft. Mein Kuckuck. Das ist halt die Balance zwischen Säure, Zucker, Alkohol. Schmeckst du dementsprechend, der Alkohol soll natürlich auch schon da sein, aber halt so unterschwellig begleitend. Das macht, für meine Verhältnisse macht das einen perfekten Drink auch aus, dass du ausgewogen nicht unbedingt diesen Alkohol, ja, ja. Vom Alkohol. Bei manchen Drinks brauchst du das, so wie Negroni, da ist es klasse. Da geht sein Herz auf. Also frag mich bitte nicht, welcher besser ist, der oder der von vorhin? Mir persönlich, der Rhabarber. Das ist halt ein bisschen klassischer, oder? Den Rhabarber haben wir hier. Wirklich klassisch. Sehr klassisch. Ja. Das ist einfach mal was Neues zum Ausprobieren. Ja. Genau. Vor allen Dingen schnell, leicht von der Hand, zu Hause alle Zutaten da. Natürlich, außer abgesehen von Gin, den könnt ihr unten natürlich in der Leiste findet ihr den. Der Unterschied war jetzt nur, der wurde geshaked, ne? Ganz genau. Und der wurde einfach die ganzen Ingredienten dazu. Also sprich, geshaked, Fizz und nicht geshaked, gerührt, Collins. Collins. Das ist eigentlich der. So, und dann gibt es noch den Sauer, der wird auch geshaked, aber ohne Soda. Ohne weil sonst macht's Peng. Das macht man nur einmal. Und dann wieder. Da merkt man die Profis, Leute. Haltet euch an die Profis, ich bin nur eigentlich der Laie. Ich hätte sie nicht sagen dürfen und ihn einfach mal shaken lassen. Doch, das können wir mal. Also, willst du mal shaken, Carlo? Ja? Ja? Komm, ja? Bereitest du vor, ich möchte gern shaken. Kann ich shaken? Auf die andere Seite gehen? Okay. Gleich beim nächsten Mal. Ohne Soda natürlich. Haben wir irgendwas zum Shaken da? Ich würde gerne Carlo shaken sehen. Ich würde aber ohne. Doch. Ja? Ja. Was machen die jetzt mit mir? Oh Mann. Immer auf die kleinen Dicken. Dick bist du ja nicht. Kräftig. Bin ich auch nicht. Ja. Oder? Genau. Du erinnerst mich an meinen Onkel Bud Spencer. Noch ein mit kurzen Haaren. So, Buddy haut den Lukas. So, die drei Flaschen. Für unseren für meinen letzten Drink jetzt. Mach ich mal wieder ein bisschen Luft. Ja, ein Rührglas. Oh, das ist Oles Lieblingsglas. Ole, dein Rührglas. Das Gute. Oh, jetzt mal ganz klassisch. Wir rühren, 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 machen mal die ganze Geschichte. Kalt. Wir haben ja Zeit. Da merkt man, dass auch Eiswürfel ihre Funktion haben. Ihr Daseinsrecht. Wie sagt man das wahrscheinlich? Weil da passiert ja was. Jetzt wird das Gefäß gekühlt. So, das überschüssige Wasser wird abgetropft. Vielen Dank. So, und jetzt probieren wir mal die Hybrid-Serie. Der David hat es vorhin schon mal vorne weggenommen. Wir machen einen klassischen Martini damit. Und zwar nehmen wir mal... Der Rainman schreibt, schüttle es, Carlo. Das hättest du wohl gerne, gell, Rainman? Damit hier noch ein riesen Patatrack passiert. Das wollen wir doch nicht. So, 4cl... von unserer Hybrid-Serie. Gerade nur 1 cl vom trockenen Wermut. Den es bei uns auch gibt, das ist der Giardino Mediterranean Dry. Juhu! Schön gesagt. Wie du das R holst. Für mich wie in Italien. Fast mit einem Akzent. Dazu habe ich mir natürlich jetzt mal einen unserer Hausweine ausgesucht. Südafrika, Sénin Blanc und Sauvignon Blanc, ein Cuvée. Das dachte ich, das passt einfach jetzt mal wunderbar dazu. Ist natürlich auch hier im Laden erhältlich. Ist, glaube ich, unten sogar in der Bildleiste versteckt. Einfach mal durchrutschen und ab in den Warenkorb.
Und davon brauchen wir gar nicht so viel, weil wir haben ja schon hier eine weinhaltige Spirituose. Dann nehmen wir mal von dem trockenen Weißwein noch was her. Rühren das Ganze. Haben wir eigentlich ein bisschen, haben wir auch ein bisschen Bitters da, oder? Machen wir mal das ganze Leben ein bisschen. Würde Schokolade da reinpassen? Haben wir Schokolade da? Wir haben Schokolade da. Sogar hier. Okay. Oh, wir haben einen Tonic Bitters. Tonic Bitters. Leute, denkt dran, damit wir nicht immer selber trinken müssen oder alleine. Kommt doch mal vorbei. Schöne Bitternote. Ja, auch richtig. Gutes. Also gerne hierher kommen. Jeden Dienstag, Mittwoch. Eigentlich, also genau. Diese Woche. 15 bis 16 Uhr. Kontakt at trinkladen.de. Schreibt mir eine Mail. Schreibt mir eine Mail oder schreibt mir Mails. Ich selektiere dann und mache ein kleines Casting und dann passt es. Das Casting, das hättest du gerne. Ah, schön. So, das ist jetzt natürlich ein Drink für Profis. Okay. Wir haben ja schon vorher drüber gesprochen, ein Getränk mit Alkohol, also mit überwiegend Alkohol, wo die Aromen jetzt wirklich nicht versteckt sind, sondern da fixieren wir uns jetzt wirklich auf den Gin, auf den Wermut und auf den Wein. Also überwiegend Alkohol bedeutet nur Alkohol? Überwiegend Alkohol und das bisschen Schmelzwasser. Okay. Und also wir haben jetzt 4 cl von Hallas Studier. Jawohl. Dann 1 cl vom Giardino Mediterranean Dry, richtig? Ja. Und wie viel cl vom Sauvignon? Ich habe jetzt mal 3 cl. 3 cl. Und jawohl. Dann noch ein paar Tropfen vom Tonic Bitters. Jawohl. Okay. Gerade so 3 Tröpfchen, nur zum Parfümieren, nur um das Ganze rund zu machen. Also man könnte aber auch jetzt, wenn man sagt, man hat ein bisschen Lust auf Schokolade, so 3 Dash Chocolate Bitters. Ja. Dann hast du ein feines Aroma von einem. Was bedeutet das? Wie auch immer, wie man es auch immer nennen kann, ein von Hallas Hybrid Martini Sauvignon Blanc Chocolate Bitters. Wow! Drink. Was heißt ein Dash? Spritzer? Genau, so ein Spritzer. So. Ohne Schnickschnack, ohne Dekoration. Ihr dürft zuerst, ich trinke aus dem Glas. Aber du hast jetzt Grapefruit. Ich habe jetzt mal Grapefruit daher genommen, um einfach jetzt nochmal so noch ein bisschen Fruchtnoten rauszukitzeln. Weil auch eine Grapefruit passt wunderbar zum Wein und zum trockenen. Da freue ich mich. Also vorm Essen, Abendessen, würde ich gerne immer so nehmen, gerne so einen harten Drink. Ich ein bisschen nach vorne. Natürlich nur Samstagabends. Öffnet den Magen. Weil ich am nächsten Tag nicht arbeiten muss. Oder in Quarantäne bist. Oder, ja, sogar nicht andere. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass es sogar die Trinkhalme bei uns gibt? Nein. Dann tue ich das jetzt hiermit. Trinkhalme gibt es auch bei uns. Genau. Endlich, so, das wollte ich schon immer sagen. Also von meiner Seite war's. Das ist sehr schön. Jetzt haben wir 3 Drinks gemacht, oder? Das passt. Inklusive den Gin Tonic. Inklusive den Gin Tonic, der ist schon weg, oder was? Was ist los bei euch? Oh, achso, nee, wir haben gar keinen. Wir haben gar keinen gemacht. Ich dachte, du hättest das gesagt, wir haben schon so oft Gin Tonic gemacht, dass du gleich. Nein. Wir haben keinen gemacht. Ja, siehst du mal. Willst du nicht mal so ein schönes Glas haben? Ja. Oh, nee, lass mal einen Karl eine Runde. Ich finde jetzt auch. Komm her, Karl. Ich soll wichsen? Ja. Wichsen. Ja. Ich mache dir mal Platz. Sehr schön. Sollen wir alles wegräumen oder? Ihr könntet euch mal ein paar Anzüge oder die Regenschirme schon mal auspacken. Du musst ja nicht. Da freut sich bestimmt der Rain Man, die Olina, der Elmo. Mhm. Macht euch nur lustig. So, was mache ich denn jetzt? Du machst einen Gin Tonic. Ich mache einen Gin Tonic. Welchen? Und ich überwache deinen Chat. Dann würde ich mal sagen, ich hole mir schon mal einen Tonic raus, einen Thomas Henry, den es bei uns auch gibt. Den stelle ich mir mal erstmal hier hin, die ganzen Ingredienten. Dann brauchen wir den Gin, dann würde ich vorschlagen, wir nehmen uns den blauen, beziehungsweise den ersten, den wir vorgestellt haben, unseren schönen Van Hallas. Was benötige ich denn noch? Eiswürfel? Genau. Okay, die habe ich hier. Brauche ich einen Shaker? Entscheide du. Ihr seid jung. Also der Gedanke gefällt mir, einen Gin Tonic zu shaken. Ach so, dann brauche ich auf jeden Fall Wasser.
Gin Tonic, nee, brauche ich nicht. Und da brauche ich Mineralwasser. Gott sei dir gemein. Und das verlaufen. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, du brauchst Eis. Also ich würde dann einfach mal sagen, ich nehme mal Eis. So, das Glas ist noch heil. Ja, das ist so ein bisschen schwierig, ne? Mit dem Eisbügel. Das machst du sehr gut. Ich habe jetzt drei und okay, das gefällt mir. Langt dir, ja. Okay, jetzt mache ich das, was mir der Gennady immer beigebracht hat. Und zwar erstmal. Was das Glas kühlt, Leute. Was ich alles lerne hier ran. So. Und jetzt nehme ich 3 cl des Gins. Mach gern mehr. Sparst du? Dann mache ich. Das spart schon sehr gern. Ja? 4 cl des Gins. So. 4 cl, aber noch 5. Sehr gut. Und jetzt möchte ich einfach mal was probieren, wie es der Gennady immer so schön macht. So. Wie ein Profi. Wie ein Halbprofi. So. Dann brauche ich unseren Tonic, den ich mir hier aufmachen werde. Den kippe ich einfach mal mit rein. Ich mag es ein bisschen weniger deftig. Dann nehme ich noch eine Zitronenzeste. Probier's mal vielleicht mit einer Orange. Mit einer Orange. Sehen Sie, meine Damen und Herren, ich habe da was vorbereitet. So. Das machst du sehr schön, Carlo. Finde ich auch. Fertig ist unser Gin Tonic. Gin Tonic, sehr gut. Ich trinke Gin Tonic. Cool. Das sieht richtig toll aus in den Gläsern, gell? Mir gefallen die Gläser. Das stimmt. Sind wirklich sehr schön. Und wie ich schon erwähnt habe, auch im Shop erhältlich. Leute! So, Carlo, dann setz dich hin, trink dein Gin Tonic. Leute! Und genieße es einfach. Sagen. Also schmeckt anders als sonst. Ich finde viel intensiver, viel besser. Besser. Ohne jetzt. Das freut uns. Möchtet ihr probieren? Umso mehr freut es mich, dass wir alle wieder zusammen sind. Es war ein sehr schönes Trinkladen live mal wieder. Und ja, Leute, das war's. Also nochmal ganz kurz zurück zum Angebot von Hallas Gin. Anstatt 29,90 Euro für 26,90 Euro sowie den Blush sowie den Forest und der Chaudier nur eine limitierte Edition anstatt für 31,90 Euro für 28,90 Euro. Und wenn ihr heute noch bestellt oder beziehungsweise die nächsten 72 Stunden, bekommt ihr zu jedem von Hallas Gin noch 2 von Hallas Gläser dazu. Also die sind von Ritzenhoff, sehr, sehr hochwertig aus Glas, also nicht aus Plastik oder sonst irgendwie was, sondern wirklich aus Glas, sehr, sehr schön, Spülmaschinen geeignet. Also, ich würde zuschlagen. Das gibt's on top noch von uns gratis dazu, die nächsten 72 Stunden. Der Carlo muss euch das jetzt direkt nochmal vor der Kamera zeigen. Genau, andere Seite noch, da steht dann von Hallas drauf, genau, Wonder in Wonder. Deswegen, ich würde sagen, schlagt zu. Ansonsten war es von unserer Seite. Vielen Dank, Gennady, für die Mission. Danke für die Unterhaltung und den Gin Tonic. Ansonsten folgt uns auf Instagram, trinkladen.de. Da tun wir euch immer updaten über neue Produkte und so weiter, wann die neuen Live-Shows sind. Also folgt uns bitte. Ansonsten sehen wir uns morgen um 14 Uhr Trinkladen live. Mal was ganz Besonderes freitags. Also was sagen? Was irgendwie vielleicht was Kleines erwähnen, was morgen drankommt? Oder? Können wir machen, wir können sagen, dass es um Whisky geht. Ja, genau. Okay. Um Whisky und um eine schöne Range und um ein deutsches Produkt. Also freut euch und wir sehen uns morgen. Vielen Dank, Leute. Tschüss. Ciao. Tschüss. Immer auch. Yep.